Hallöchen! Hallo! Ja, ich komme aus der Vergangenheit, wie man sieht. Ja. Lieferung für Herrn Krause. Oh! Hallo! Das ist ein Erwachsenenkoffer. Ein Brezel-Diadem. Ja. Köln-Stück, oh, stopp! Sie sehen aber sehr schön aus. Vielen Dank, ich bin die Brezelkönigin hier aus Speyer. Die Brezelkönigin? Ja. Steht da nochmal hier schön drauf. Mit dem Button. Speyerer. Speyerer Brezelkönigin. Lieferung für Herrn Krause. Oh! Ist das eine, was ist das, ein Einhorn? Ja. Einhorn klingt schon mal sehr gut. Ja, ich glaube, genau. Sie sind an der richtigen Adresse bei mir. Ja, genau, weil uns wurde gesagt, Sie sind sehr verfroren. Ja. Deswegen haben wir hier einmal ein Wärmekissen in Form eines Einhorns für Sie. Das passt total gut in meine Sammlung. Wie ja. heißt es denn? Das heißt Pierre. Das ist ja. Zufall, ich heiße auch Pierre. Genau. Nein, doch. Wir heißen beide Pierre? Ja. Genau, man kann damit auch schmusen. Ja. Das ist die Einhorn-Apotheke. Es ist eine der ältesten Apotheken in Deutschland. So okay. 1457 herum. Ja. Das ist immer noch die Original-Einhorn-Apotheke von damals. Genau, ja. Wo damals so eine Einhornschlachterei war. Ja, genau. Da hat man die Einhorn geschlachtet. Genau. Wenn du in Baden-Baden mit einem Fahrzeug aus einer Apotheke fährst, da ist die Gefahr, dass du überfallen wirst, sehr, sehr groß. Ja, genau. Das ist schwierig. Oh, das ist gar kein richtiges Auto. Hallo! Hallo! Also, wie heißt du erstmal? Entschuldige. Hallo, ich bin Markus. Hallo Markus, ich bin Pierre. Und ich liebe tatsächlich Catcars. Ich habe das schon als Kind sehr gemocht. Ich würde dich gerne dazu einladen, das auch mal auszuprobieren. Ja, voll gerne. Voll gut! Jetzt können wir uns halt nicht unterhalten! Ja, du kommst ja irgendwann hoffentlich wieder. Also hoffe ich, dass er wiederkommt. Als Brezelkönigin, ja, musstest du dich eigentlich besonders aufbrezeln? Und was sind jetzt Ihre Aufgaben als Brezelkönigin? Spaß an diesem Amt haben und am Brezelfest viel trinken. Und was trinkt man zur Brezel? Also wir sagen mal schon so einen Stein und dann über den Abend verteilt schon so ein paar Steine. Ein Stein? Ja. Also ein Stein ist ein Liter? Ja. Wenn so ein Abend so richtig in einem Vollsuff endet, dann kannst du sagen, heute Abend habe ich einen Kiesweg gesoffen. Ja, so ungefähr, ja. Okay, verstehe. Da habe ich noch mitgebracht, ganz wichtig für Sie, die Senioren-Bravo. Das ist die Apothekenumschau. Ja, natürlich. Ja. Das ist im Grunde die gedruckte Version des SWR. Ja, genau. Jung geschminkt. Ja. Älter werden heißt nicht alt aussehen. Haben wir gedacht, ist auch wichtig für Sie. Absolut. Ja. Danke. Ja, toll. Und last but not least, dass du immer einen Weg nach Speyer findest, auch im Dunkeln noch eine kleine Lampe. Was, warum steht hier nur rektal? Tja, warum ist das so? Was ist das? Pierre? Ja? Ich wäre jetzt soweit. Sorry, Alex, ich hab noch zu tun. Vielen Dank, komm gut nach Hause. Ja, du auch. Voll gut. Ist das jetzt ein selbstgebautes Gerät? Nein. Bist du Catcar-Bauer? Nein. Du verkaufst Catcars? Nein. Bist du Vorsitzender eines Catcar-Clubs? Nein. Hast du ein Museum? Nein. Bist du ein Spielzeugsammler? Nein, das würden mir meine Kinder nicht verzeihen. Hast du auch eine Krone oder nur eine in derselben? Ja, die ist da oben ganz klein, dezent, versteckt, ein paar Brezeln drauf. Ja. Ach, das sind Brezeln? Das sind Brezeln, ja. Okay. Also was die Speyerer Brezel von anderen Brezeln unterscheidet, ist vielleicht die Sache, dass die normalen Brezeln unten im Bauch so aufplatzen und dieser Teig dann so rausquillt. Ja, geil, ne? Voll lecker. Und das macht die Speyerer Brezel nicht. Also die ist dann, hast du ja auch gesehen, die ist dann so komplett einmal zu und nicht aufgerissen. Ihr mögt es nicht so lecker, dann. Genau, das mögen wir nicht so, die Speyerer. Ist das ein Viergewinn? Ah, warte, ich hab's! Catcar! Viergewinn? Ja. Das hier war ein Album der Fantastischen Vier. Das hier ist eine deutsche Rockband. Du bist Plattenproduzent. Bam! That was easy! Ich bin verantwortlich für die Jugendarbeit hier in Speyer. Ach! Okay, verstehe. Und das gehört zu meinem Fundus. Bist du gelernter Sozialpädagoge? Nee, ich bin Diplompädagoge. Was ist der Unterschied? Ach so. Also Sozialpädagogen lernen direkt am Menschen zu arbeiten und der Diplompädagoge lernt
den ganzen theoretischen Schnickschnack. Ah, okay, du bist also sozusagen praktisch zu nichts fähig, aber du weißt Bescheid, wie es theoretisch ging. Ja, genau. Okay. Ich bringe dir das zum Bus vor, ja? Alles klar. Damit du nicht so viel Arbeit hast. Dann kannst du ja dieses sehr schwere Spielzeug alleine tragen, okay, während ich mit dem Catcar zum Bus fahre. Vielen Dank, mein Lieber, alles Gute! Tschüss!